Hi! Mystic von TIR Gaming wieder zurück, heute mit Hearthstone, einem Spiel aus dem Hause Blizzards. Ein Kartenspiel, um genau zu sein. Ich habe gestern die E-Mail bekommen, ja, du kannst hier Closed Beta spielen und so, und dann habe ich es heute früh installiert und ich habe vor, mit euch ein bisschen das Ganze anzuschauen und ein bisschen, ich habe jetzt ein paar Runden gespielt, zumindest gegen die KI, gegen normale Spieler habe ich noch nicht gespielt, deswegen möchte ich das jetzt, meine Premiere sozusagen, mit euch durchführen. Ich erkläre euch mal kurz, was es so gibt. Man hat, My Collection sind meine Karten, die ich habe. Wenn ich jetzt mehr als 30 Karten hätte, könnte ich die jetzt anordnen in einem einzelnen Deck, aber ich habe ja relativ wenige Karten, von daher, neutrale Karten habe ich halt. Wie viele Seiten habe ich überhaupt? Ja, ein paar. Es gibt neutrale Karten, die können von jedem Charakter gespielt werden. Dann gibt es Karten, die können beispielsweise nur vom Magier gespielt werden, wie hier diese ganzen Zauber. Oder Karten, die können nur vom Krieger gespielt werden, wie diese ganzen Attacks. Es gibt Karten, also Helden sozusagen, welche keine Angriffsfähigkeit haben. Und dann gibt es wiederum Helden, die eine Angriffsfähigkeit haben. Dieser Held beispielsweise, der hat Angriffsfähigkeiten. Meine Heldin hat in dem Sinne nur über eine Karte eine Angriffsfähigkeit und nicht selber. Gut, das ist bei allen so, aber wir relativieren das, die hier erheblich mehr Damage machen. So, dann gehen wir zurück. Ich erkläre euch noch kurz. Packs habe ich nicht zum Öffnen. Wenn ich hier könnte ich jetzt gegen KI spielen und mir weitere Helden freischalten. Das heißt, ich muss mir hier meinen Helden aussuchen und kann dann gegen einen anderen Helden herausfordern und den gewinne ich dann, falls ich das Match gewinne. Also, falls ihr neue Helden haben wollt, ich habe jetzt den Krieger und die Magierin, falls ihr neue Helden haben wollt, könnt ihr die hier herausfordern und dann gegen sie gewinnen und dann habt ihr die Karte auch. Gut, was wir machen wollten, war eine Runde spielen und das machen wir online. Ranked. Die Frage ist, soll ich Casual oder Ranked? Immer mal Casual. Und ich nehme meine Magierin. Die ist Level 2, das seht ihr hier. Der ist Level 1. Ich weiß auch nicht, was da passiert genau, wenn ich... wahrscheinlich kriege ich dann zusätzliche Karten oder sowas. Oder zusätzliche Boni, wenn ich aufsteige im Level. Somit, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Aber wenn ihr euch das Spiel ein bisschen erklären soll... Dann ist es, im Prinzip läuft es auf einfache Mathematik hinaus. Ihr müsst euch überlegen, was bin ich bereit zu opfern? Also wie viele Punkte kann ich opfern, um so und so viele Damage-Punkte zu machen? Und dann gibt es halt noch spezielle Karten, die euch zum Beispiel Worthy Opponent. Okay. Rexar. So, starte zwar nicht als erster, kriege aber eine zusätzliche Karte. Jetzt überlege ich kurz, welche Karte ich nicht brauche. Die ist von Vorteil, weil ich kann euch jetzt noch erklären, wie das funktioniert mit der Mana und dem ganzen Zeug. Eine Karte, die ich relativ spät benutzen kann, die mir jetzt noch nichts bringt, ist die hier. Entschuldigung. Und ich kriege eine Dreier statt eine Vierer, das ist besser. Was macht der Coin? Okay, ich kriege einen Mana-Kristall zusätzlich. Gut, jetzt erkläre ich euch mal kurz den Aufbau. Das ist mein Held, das ist sein Held, das ist meine Fähigkeit, das sind seine Minions, also seine kleinen hässlichen Typen, die er da aufstellen kann, die auch Damage machen. Das Gelbe ist die Attackkraft, also die Angriffskraft. Das Rote ist das Leben von der Karte. Und Ziel ist es, diese 30 Leben hier wegzubashen. Ganz einfach. Hier unten habe ich Mana, die wird mit jeder Runde kriege ich einen Kristall mehr. Die Karte, die haben oben so ein blauer, da wo die blaue Zahl drin ist, das ist die Mana, die sie benötigen, um ausgespielt zu werden. Der hier beispielsweise braucht auch zwei. Ich überlege gerade, mache jetzt erstmal einen zusätzlichen Mana-Kristall. Das heißt, jetzt habe ich zwei und kann eine spannendere Karte spielen wie dieser Raptor. Und jetzt kann ich nichts mehr tun und muss auf Ende der Runde drücken.
Also im Prinzip ganz einfach. Ihr seht hier, der hat jetzt beispielsweise gegen meinen nicht wirklich eine Chance. Was man vielleicht noch sagen muss, ist, wenn ich den jetzt angreife, beziehungsweise wenn er mich angreift, verliert er beim Angriff auf einen Minion auch einen Lebenspunkt. Beim Angriff auf meinen Helden verliert er den nicht. So, gut. Ich habe jetzt vier... Das ist eine geile Karte, die macht 6 Damage gegen... Egal, ob einen Minion oder einen Helden. Benötigt aber 4 Mana, um ausgespielt zu werden. Daher kann ich die noch nicht benutzen. Meine Spezialfähigkeit macht 1 Damage, benötigt 2 Kristalle. Ich kann jetzt wählen. Soll ich eine weitere Karte ausspielen? Kann ich sowieso nicht. Oder doch, ich könnte die hier ausspielen. Aber die hat... Was soll ich mit der? Die wird einmal angefragt und weg ist sie. Ach komm. Ich spiele eine Karte aus und mache dann einmal 3 Damage gegen den Helden und beende die Runde. Es ist immer auch ein Abwägen, was mache ich jetzt? Bash ich jetzt erst? Also ihr könnt, solange ihr normale Minions habt, könnt ihr immer den Helden angreifen. Das ist egal, also solange der Gegner normale Minions hat, die halten euch in dem Sinne nicht auf, den Helden anzugreifen. So, und jetzt passiert das, was ich befürchtet hatte, greift er genau meinen Helden an. Und meine Karte ist auch weg. So, toll. Nochmal eine Viererkarte. Gut, die spare ich mir fürs Ende. Ich meine, ich kann in einer Runde mit 8, wenn ich 8 Mana habe, kann ich in einer Runde 12 Damage geben von 27. Das ist schon relativ viel. Von daher spare ich die erstmal. Diese Charge-Karten, die kann man ausspielen und da muss man nicht eine Runde warten, bis man mit der was machen kann. Mit denen kann man sofort angreifen, weil das ist bei jeder anderen Karte, die nicht eine Charge-Karte ist, wenn ich die ausspiele, muss ich erstmal eine Runde warten, bis ich mit der irgendwen angreifen kann. Dann machen wir das mal. Die macht ja 3 Schaden, draws, oder beziehungsweise ich ziehe jetzt mit meiner... Das ist eben doof, wenn ich die jetzt ziehe, dann habe ich keine Mana mehr. Dann kann ich keine andere Karte ausspielen. Ich spiele die. Und mit der greife ich ihn direkt mal kurz an, mache ihm 3 Damage und gut ist, jetzt halt ich die Runde beenden. Weil ich könnte jetzt sagen, okay, ich will mehr Karten haben, aber dann kann ich keine, in dieser Runde keine ausspielen, was eigentlich total bescheuert ist. Also was eigentlich... Ja, bescheuert nicht, aber ich meine, es ist halt doof. Jetzt kann er mit der angreifen, weil er die in der Runde zuvor gespielt hat oder eben seine Spezialfähigkeit benutzen, was er gerade gemacht hat. Und jetzt hat er die gespielt und ihr seht, ich kriege Damage. So, jetzt habe ich 4, eine 5er Nightblade. Was machen wir, Im Prinzip kann ich echt nicht viel tun. Also ich habe, ich könnte die Karte ausspielen, aber dann wird er mir die in die nächste Runde angreifen. Mit seinem Teil macht er mir jetzt, also mit seinem Krokodil könnte er mir die mit einer Runde wegschlagen, weil die hat ja nur 2 Leben und das Krokodil macht 2 Attack. Würde dann wiederum auch 2 Attack verlieren, also 2 Leben verlieren und würde trotzdem noch da sein. Soll ich auf Risiko spielen? Ich hätte 22, hat 24. Das ist das eine, wenn ich das mache, dann kann ich nichts mehr tun in der Runde. Das ist der Punkt. Ach komm, ich brauche 2 Karten mehr. Mit den Karten, die ich momentan habe, habe ich ein Problem. Gut, jetzt habe ich 1. Kann aber nicht mehr viel tun, von daher ein Turn. Jetzt greift er sowieso meinen Helden an, weil ich habe keine Minions im Weg. Oh nein, eine Taunt-Karte, scheiße. Das ist eben die mit dem Schild rundherum, das sind Taunt-Karten. Das heißt, die muss man erst zerstören, wenn man den Helden angreifen will, mit den Minions. Man kommt mit Zauber und so einem Scheiß, kommt man an den Taunt-Karten vorbei, das zeige ich euch gleich. Damage 3, Damage randomly among... Okay, jetzt habe ich was, 5 habe ich jetzt. Jetzt könnte ich... Also spielen wir erstmal die hier, dann mache ich 1 Damage jedem gegnerischen Spieler, also jeder gegnerischen Karte. Machen wir das. Dann hoffe ich, dass ich die Taunt-Karte wegbringe. Nope. Und jetzt habe ich noch 2. Jetzt greife ich hier direkt seinen Helden. Ich warte immer noch auf Mana, Dann kann ich hier meine krassen Karten ziehen. Also ich meine, wenn ich hier 4, 4, 8... In 2 Runden müsste ich ihm komplett sein ganzes Leben wegbashen. Wenn ich
den jemals auf die Mana komme, wenn er nämlich hier nicht vorher wegbasht. Ja, es ist immer ein bisschen, kompliziert. Look, was ist der jetzt gemacht? Tracking hat er? Ich hab's nicht gesehen. Scheiße. Aber ich könnte ja theoretisch... Jetzt habe ich jetzt 6, 6, 6... Ich könnte jetzt mit der Karte, kann ich eine seiner Minion in ein Schaf verwandeln. Das heißt, ich würde natürlich die Taunt-Karte angreifen, damit die mich nicht mehr stresst. Problem ist, dass 4 halt von 6 schon relativ viel ist, dann gehe ich doch lieber mit einem Fireball auf ihn direkt und mache ihm 6 Damage. dann mit den zwei Karten... Wie viel Attackkraft haben die hier? Ich kann nur hoffen, dass er mich nicht jetzt runterkriegt mit allzu vielen Punkten jetzt. Macht er aber, weil er ja hier voll viele Damage dealen kann in dieser Runde. Von daher wird er mich angreifen und auch meinen Helden gehen mit jeder einzelnen Karte, die er hat. Ah, zum Glück. Oh, alter Schwede, ich dachte, es geht los. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich kann die Runde, glaube ich, gar nicht mehr gewinnen. Außer... Nee, ich kann die nicht mehr gewinnen. Was ich machen kann ist, ich habe zu lange gewartet. Seht ihr, das ist genau das Problem. Ich habe zu lange gewartet mit den Damage-Stealen und ich hätte vorher Karten aufspielen müssen und auf seinen Helden gehen können. Ich habe jetzt noch hier 6 Damage, außer er verspielt sich komplett. Ich mache jetzt 6 Damage. Dann habe ich noch genug Mana, um noch eine zweite Karte aufs Deck zu schmeißen. Doch, was ich machen kann, ist das hier. Und dann habe ich mir den hier raus und mit dem hier mache ich seine Taunt-Karte weg. Und... Jetzt habe ich seine riesen 10 Damage-Dingens, habe ich da erstmal weggebasht. Mit dem Schaf. Aber 6 Damage, das ist... Wenn er so eine Karte hat, dann bin ich geliefert. Also er kann mich jetzt komplett angreifen. Er kann ja sowieso, er hat zwei kann er. Er kann mich in dieser Runde komplett zerstören. Er hat die Runde gewonnen. Aber gut, ich habe zu lange gewartet. Das ist das Problem. Wenn man zu lange wartet, dann ist doof. Seht ihr? Jetzt habe ich wieder eine Taunt-Karte gespielt. Ich habe jetzt 8. Ja, ich kann leider... Was ich machen kann, ist das hier spielen, auf ihn 6 Damage machen, dann kommt er auf 9 runter. Aber ich habe keine Heilung mehr für mich. Von daher muss ich die Runde wohl oder übel aufgeben. Jetzt habe ich noch 4. Draw 2 Cards. Spielt im Prinzip keine Rolle, mache ich noch das hier einfach so, um ihn zu stressen. Und gut, dann hat er gewonnen. Aber es war eine spannende Runde. Ich muss mich, glaube ich, da noch ein bisschen einspielen, wie schnell ich die Damage verdienen will und wie... was macht er denn? Wieso greift er nicht einfach an und macht's fertig, Alter? Er könnte jetzt so oder so... Ja, er spielt Hauptsache Karten ausspielen. Er könnte die Runde schon längst gewonnen haben, aber ich find's nett. Ich muss sagen, ich find's nett. Gut, 3 Damage. Machen wir mit der 5er hier. 3 Damage und... Was haben wir denn sonst noch? Hier 2 Karten haben wir nicht haben. Vielleicht ist ja auch noch eine Heilung dabei. Oder nicht. Den spielen wir noch aus. Der ist so sinnlos, aber trotzdem. Na gut, wenn er nicht die Runde nicht beenden will. Also er ist jetzt ein fairer Spieler, muss ich sagen. Wobei, er hätte es natürlich auch beenden können. Also es ist ganz klar. Er kann es ja auch jetzt immer noch beenden. Mit einer Karte und er macht es einfach nicht. Er will sich das auskosten. Er will, dass es knapp wird. Ich finde es lustig, wie die Leute spielen. Wobei, weil es eben auch kein Ranked-Match ist und dementsprechend ist es scheißegal für ihn. Ist ja im Prinzip auch für mich scheißegal. Jetzt kommt er. Und fertig. Yay.
Aber ja, er hat mir auch eine gute Chance gegeben. Ich habe verloren. Genau, okay, das ist das, was ich vorhin angedeutet habe. Wenn man Level aufsteigt, dann kriegt man zusätzliche Karten. Nur was für eine Karte kriege ich, das weiß ich nicht. War aber eine lustige Runde, muss ich sagen. So, für eine erste Runde, ihr habt gesehen, es ist ein... Ich denke mal, das kommt auch mit der Übung. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wie und wann man genau mit den Attacken kommen soll. Weil ich habe jetzt zu lange gewartet. Ich hatte die beispielsweise die Damage-Karten, diese Explosions- und Feuerkarten vorher ausspielen sollen, damit er vorher auf ein niedriges Niveau mit seinem Leben kommt. Er hat mich ständig angegriffen. Ich habe eher abgewartet und gehofft, dass ich noch Leben habe, wenn dann die Mana hinten raus ist. Also wenn ich dann irgendwie 8 oder 10 Mana habe. Das hat ja in dem Sinne nicht gereicht, weil er mich vorher relativ niedrig runtergebasht hat. Aber ich denke mal, für euch war das mal einen guten Einstieg. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielleicht bei Hearthstone, wenn euch das gefällt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin Mystic von TR Gaming. Bis dann!